Chaos in den Kirchen und neue Reformation in der Endzeit? Fragezeichen, Ausrufezeichen. Oder auch die gegenwärtige Unterwanderung der evangelischen Kirchen. So kann man das Thema heute Morgen überschreiben. Was ist bloß in der evangelischen Kirche los? So fragen viele Zeitgenossen mit Verwunderung. Segnung homosexueller Partnerschaften, Ergänzung des Vaterunsers durch ein Mutterunsere, Reden von Jesa Christa und Heilige Geistin, einseitige politische Stellungnahmen, gemeinsame Veranstaltungen mit Moslems, Buddhisten und Angehörigen weiterer Religionen, Entlassung oder Nichtaufnahme von gläubigen Pfarrern. Das sind nur einige Schlaglichter aus der Presse in den letzten Jahren und Jahrzehnten. Wie konnte es dazu kommen? Was steckt dahinter? Gibt es eine gezielte Strategie zur Unterwanderung evangelischer und anderer Kirchen und Freikirchen? Und wie können sich die Gläubigen in dieser Lage verhalten? Das sind Fragen, denen wir uns nachfolgend zuwenden möchten. Ich habe diesen Vortrag in 4 Teile gegliedert. Erstens, die Situation vieler evangelischen Kirchen und Freikirchen heute. Zweitens, wie eine Reformation aussehen könnte. Drittens, warum eine Reformation heute schwierig ist. Und viertens, wie Gläubige sich in dieser Lage verhalten können. Erstens, die Situation vieler evangelischen Kirchen und Freikirchen heute. Liebe Brüder und Schwestern, liebe Besucher, die evangelischen Kirchen in vielen Ländern haben sich heute sehr weit von ihrer biblischen und auch biblisch-reformatorischen Grundlage entfernt. Gewiss ist die evangelische Kirche eine allezeit zu reformierende Kirche, aber heute ist der Graben zur biblisch-reformatorischen Norm sehr groß geworden. Eine Reformation ist daher innerhalb des Protestantismus notwendiger denn je. Nachfolgend versuche ich anhand der dogmatischen Hauptartikel oder Lotsi einen systematischen Überblick über die schwerwiegendsten Abweichungen zu geben. Nach biblisch-reformatorischer Sicht ist die Kirche eine Schöpfung des Wortes Gottes, Creatura Verbi Divini oder Verbi Dei. Martin Luther schreibt, wo das Wort ist, da ist die Kirche. Kirche ist eine Schöpfung des Wortes Gottes. Und dieses Wort ist ja in einzigartiger Weise in der Bibel oder in Gestalt der Bibel gegeben. Was geschieht aber, wenn eine Kirche dieses Wortes beraubt wird oder sich selber dieses Wortes beraubt? Das ist keineswegs nur eine rhetorische Frage, denn genau in dieser Situation des hinweggetanen Wortes Gottes befinden sich viele Kirchen und Freikirchen leider heute. Und das begann schon natürlich im Paradies mit der Frage der Schlange, sollte Gott gesagt haben, und erreichte einen besonderen Höhepunkt in der Zeit der Aufklärungsphilosophie, in der nachreformatorischen Zeit, dann 16., 17., 18. Jahrhundert besonders. Und dann kam ja auch noch der Darwinismus zur Blüte im 19. Jahrhundert. Und so wurde das Wort Gottes immer weiter zurückgedrückt, zu Unrecht natürlich, durch Menschen, die sich über das Wort stellen wollten, durch ihren autonomen, aber von Dämonen geleiteten, verführten Geist. Wenn aber die Bibel wie ein bloßes Menschenwort behandelt wird, büßt es seine Autorität für die, die das tun, ein. Natürlich nicht an sich, aber für die, die das tun, hat das Wort dann keine Autorität mehr. Und weil das leider in den Kirchen heute durch die historisch-kritische Methode oder Bibelkritik weit verbreitet ist, wurde oder wird allen solchen Kirchen und Freikirchen, die sich der historisch-kritischen Methode und Bibelkritik unterworfen haben, ihre Widerstandskraft gegen den Zeitgeist genommen, weggenommen. Nikolaus Ludwig Graf von Zinzendorf, der leider selber viele mystische Gedanken entwickelt hatte, er hat aber einiges Richtige auch gesagt und hat einmal gedichtet, wenn dein Wort nicht mehr soll gelten, worauf soll der Glaube ruhen? Mir ist es nicht um 1000 Welten, aber um dein Wort zu tun. Und das lässt sich auch in Bezug auf die Kirche oder vielleicht besser gesagt Gemeinde sagen.
Wenn dein Wort, wenn Gottes Wort nicht mehr soll gelten, worauf soll die Kirche, die Gemeinde ruhen? Vielen ist es nicht bewusst, dass die Bibelkritik einer Haltung des Skeptizismus, deutlicher gesagt des Unglaubens, entstammt. Die Fähigkeit Gottes, sich etwa durch Zukunftsprophetien zu offenbaren und Wunder zu tun, wird für unmöglich gehalten und wird als mit der autonomen Vernunft nicht vereinbar hingestellt. Diese Haltung des Skeptizismus und Unglaubens steht jedoch im Gegensatz zum durchgehenden Selbstanspruch der Heiligen Schrift, wo es etwa im Psalm 72, Vers 18 heißt: Gelobt sei Gott, der Herr, der Gott Israels, der allein Wunder tut. Gott ist ein allmächtiger, souveräner Gott, der sich durch Zukunftsprophetien offenbaren kann, bei seinen Propheten und Aposteln, und der auch Wunder tut. Leider hat aber diese falsche vom Skeptizismus, also vom methodischen Zweifel, Descartes nenne ich hier, geprägte Methode oder Auslegungsmethode, man spricht auch von der Hermeneutik, die Oberhand gewonnen in vielen Kirchen und Freikirchen. Auch in Seminaren, die früher noch bibeltreu waren, ist das leider durchgedrungen, ein Zeichen des endzeitlichen Abfalls. Und diese bibelkritische Auslegungslehre oder Hermeneutik beruht auf einem falschen Gottesbild. Gottesbild muss man hier sagen. Ich rede lieber biblisch von Gottes Verständnis, aber wer sich ein Bild von Gott macht, der hat damit auch lauter weitere falsche Lehren. Diese falsche Hermeneutik stellt sich Gott als machtloses Prinzip vor, gewissermaßen, menschlich gesagt, ohne Arme und Beine. Und ein machtloses Prinzip, nur eine Idee, die nicht in den Weltlauf eingreifen kann. Somit ist die Bibelfrage letztendlich eine Gottesfrage. Unser Verständnis, das wir von Gott haben, von seiner Fähigkeit, sich zu offenbaren, Prophetie zu geben und Wunder zu tun, dieses Gottesverständnis entscheidet über unser Verhältnis zur Heiligen Schrift. Entweder ein Gott, der allmächtig ist, oder Gott nur als nebulose Idee, so wie etwa bei Hegel in der hegelischen Philosophie, die sich dann auch bis heute weiter ausgebreitet hat, auch über den Marxismus, der dann Gott ganz bestritten hat. Und dieser Marxismus-Sozialismus ist ja leider durch den Neomarxismus, 68er Studentenrevolution, in viele sich noch Kirche nennende Gebilde eingedrungen. So möchte ich es formulieren. Sie haben nur noch den Namen, dass sie leben, aber im Wesen sind sie tot. Sendschreiben an Sardes. Nun, mit der Gotteslehre hängt die Christologie, die Lehre von Christus, untrennbar zusammen. In altkirchlicher Zeit gab es den bekannten Ketzer Arius, der die Gottheit, die Göttlichkeit Jesu bestritten hatte, Gott nur als übernatürlichen Logos immerhin noch anerkannt hatte, aber nicht als Gott, den Sohn. Nachfolger des Arius sind heute etwa die Zeugen Jehovas oder auch die Moslems und viele andere Sekten. Nun, heute gibt es Lehren im Vergleich zu denen, der Arianismus geradezu noch als orthodox gelten könnte, wenn man etwa in verschiedenen Kirchen, die sich so nennen, muss man immer sagen, Kirchen in Anführungsstrichen, nachschaut, was da alles gelehrt wird. Zum Beispiel, Jesus sei nur noch ein Mensch, nur ein Mensch. Nichts Göttliches mehr, nur ein Sozialrevolutionär, ein Befreier, ein Friedensprediger, ein Essener, vielleicht ein Vorbild in manchen Bereichen. Also man hat ihn völlig seiner göttlichen Wesenheit beraubt. Wenn ihr da Theologie studiert, da lernt ihr auch viele Kommilitonen kennen, ich empfehle es heute keinem mehr, das zu tun, aber dann sieht man, ja, wir machen Befreiungskampf, wir wollen die Gesellschaft verändern und Jesus, das ist unser Vorbild, ein Revolutionär und wir sind auch Revoluzer und wollen alles auf den Kopf stellen. Ja, das ist so das Programm, was die meisten meiner Kommilitonen und Kommilitoninnen damals in Tübingen im Kopf hatten. Und heute sitzen die überwiegend in Pfarrämtern. Es gibt natürlich Ausnahmen, ja, wir wollen nicht pauschalisieren, aber die überwiegende Zahl der heutigen Pfarrer und Pfarrerinnen, wobei es ja keine Pfarrerinnen gibt laut Bibel, völlig unmöglich und Bischöfinnen schon gar nicht. Aber jedenfalls sitzen die alle auf ihren Stühlen und machen Gesellschaftsveränderung. In der Heiligen Schrift wird demgegenüber deutlich betont, in 1. Johannesbrief Kapitel 5, das ist Gottes Zeugnis, dass er Zeugnis gegeben hat von seinem Sohn.
Wer an den Sohn Gottes glaubt, der hat dieses Zeugnis in sich. Wer Gott nicht glaubt, der macht ihn zum Lügner, denn er glaubt nicht dem Zeugnis, das Gott gegeben hat von seinem Sohn. Wer den Sohn hat, der hat das Leben. Wer den Sohn Gottes nicht hat, der hat das Leben nicht. Wir haben also jetzt betrachtet die Bibellehre, die Gotteslehre, die Christuslehre und jetzt hängt eng damit zusammen die Lehre von Sünde und Erlösung. Man spricht in der Dogmatik, in den Lozis von Hamartiologie und Soteriologie. Nun, wo man Gottes Wort kritisiert, wo man Gott und seinem Sohn Jesus Christus keine übernatürliche Wesenheit und Wirksamkeit zutraut, da bleibt der Mensch mit sich allein. Da wird aus der Theologie nur noch eine bloße Anthropologie, Lehre vom Menschen. Da bleibt dem Menschen nur noch übrig, auf seinen angeblich guten Kern zu trauern, eine mystische Grundlehre. In dir wohnt von Natur aus das Gute, widerspricht völlig Gottes Wort und auch der Erfahrung. Das Dichten und Trachten des menschlichen Herzens ist böse von Jugend auf, 1. Mose 8. Aber wo also die übernatürliche Wesenheit und Wirksamkeit Gottes und seines Sohnes Jesus Christus, auch des Heiligen Geistes, verloren geht oder man versucht hat abzuschaffen, was natürlich nicht geht, aber der Mensch versucht es, da setzt er sich selber auf den Thron, will selber wie Gott sein und bleibt mit sich allein. Er muss dann auch seine sündhafte Verdorbenheit und Verlorenheit leugnen und sich krampfhaft, aber vergeblich um seine Selbsterlösung bemühen. Und deshalb gibt es heute im Raum vieler Kirchen und Freikirchen, ich nehme die Freikirchen hier nicht aus, etliche, teils offene, teils versteckte Selbsterlösungsideologien. Als Beispiele seien nur drei hier genannt. Entschuldigung, wenn ich das so hier wiedergebe. Zum Beispiel eine feministische Bluttheologie, die das Heil nicht mehr von Jesus Christus und seinem Opfertod am Kreuz auf Golgatha erwartet, sondern, man höre, aus den Kräften der Frau und ihrem Menstruationsblut. Oder eine Befreiungstheologie und Revolutionstheologie, die ihre Hoffnung nicht auf Christus, der sein tausendjähriges Reich aufrichten wird und dann schließlich der neue Himmel, die neue Erde. Nein, nicht mehr darauf richtet man die Hoffnung, sondern auf die Kraft gesellschaftlicher Gruppen und deren revolutionären Kampf. Antifa ist heute so eine sehr aggressive Bewegung. Unter dem Segen auch von manchen Kirchenoberen und Staatsdienern dürfen die Christen auf offener Straße angreifen, die zum Beispiel gegen die Gender-Ideologie demonstrieren. Wir haben es in Stuttgart selber erlebt, bei dieser Demo für alle mehrfach. Und dann schließlich auch eine weitere Selbsterlösungsideologie, die Psychotheologie, die Heilung nicht mehr von Gott erwartet, sondern aus der Kraft des menschlichen Selbst und entsprechenden Selbsterlösungs- und Selbstverwirklichungstechniken. Ich nenne hier nur C.G. Jung, Eugen Drewermann und viele andere Psychologen und Theologen, die aber längst zu Anthropologen oder nur noch Psychologen geworden sind. Allen solchen Selbsterlösungsbestrebungen ist das Wort des Apostels Petrus entgegenzuhalten, dass er im Blick auf Jesus Christus als den lebendigen Sohn Gottes dem Hohen Rat in Jerusalem zugerufen hat. Nämlich, in keinem anderen ist das Heil. Es ist auch kein anderer Name unter dem Himmel den Menschen gegeben, durch den wir gerettet werden, als allein der Name unseres Herrn Jesus Christus. Apostelgeschichte 4, Vers 12. Und nun kommen wir zur Ethik, zwangsläufig zur Ethik oder zur Frage der Moral. Wo der Glaube an Gott und an seine Macht verloren geht, kommen, liebe Geschwister, da kommen die Dämonen durch die Hintertür herein. Und so sind auch auf dem Gebiet der Ethik Entwicklungen zu beobachten, die in ihrem Ausmaß und ihrer Wucht nur als dämonisch inspiriert beurteilt werden können. Ein Dammbruch ungeahnten Ausmaßes ist in den letzten Jahrzehnten in Gesellschaft und Kirchen vieler Länder erfolgt. Zusammenfassend sei nur
wiederum drei Beispiele genannt. Erstens, der ständig abnehmende Widerstand gegen die Kindestötung im Mutterleib, insbesondere in den evangelischen Kirchen. Zweitens, die wachsende Duldung und zum großen Teil inzwischen sogar bereits Segnung, in Anführungsstrichen, Segnung homosexueller und bald auch anderer Lebensformen. Und drittens, das weitgehende Fehlen klarer kirchlicher Stellungnahmen, ich betone klarer Stellungnahmen, zu Themen wie etwa freie Liebe, uneheliches Zusammenleben, Pornografie, Polygamie, Inzest und Euthanasie. Es wird auch immer mehr verwaschen und weicht immer mehr vom Wort Gottes ab. Aber auch hier warnt die Heilige Schrift, wir werden uns immer wieder beziehen auf die Bibel, auf die Heilige Schrift. Es warnt die Heilige Schrift vor solchen Verirrungen und ihren Folgen, etwa in Römerbrief Kapitel 1, wo steht: Darum hat sie Gott dahingegeben in schändliche Leidenschaften, denn ihre Frauen haben den natürlichen Verkehr vertauscht mit dem Widernatürlichen. Desgleichen haben auch die Männer den natürlichen Verkehr mit der Frau verlassen und sind in Begierde zueinander entbrannt und haben Mann mit Mann Schande getrieben und den Lohn ihrer Verirrung, wie es ja sein musste, an sich selbst empfangen. Auch andere Stellen machen das deutlich, etwa 1. Korinther 6 und natürlich auch im Alten Testament, verschiedene Stellen in den Mosebüchern. Aber anstatt den etwa von sexueller Perversion betroffenen Menschen zu helfen und sie auf die heilende und befreiende Liebe Gottes hinzuweisen, sind die evangelischen Kirchen in einer leider wachsenden Zahl von Ländern dabei, deren Perversion, also Verkehrung, gut zu heißen und sie in ihrer Sünde und Verlorenheit zu lassen. Wenn jemand hier eine solche Veranlagung spürt, dann kann er auch Heilung erfahren, möchte ich an der Stelle erwähnen, seelsorgerliche Hilfe. Aber hier sagt man, das sei alles richtig, das würde auch Gottes Schöpferwille entsprechen. Aber liebe Freunde, selbst ein Mensch, der die Bibel nicht kennt, müsste erkennen, dass das niemals Gottes Schöpferwille sein kann, weil sonst keiner von uns hier sitzen würde. Die Menschheit würde gar nicht bestehen. Die wäre schon in der ersten Generation ausgestorben. Eine solche Haltung, die sagt, das würde Gottes Schöpferwillen entsprechen, ist selber pervers. Sie lässt sich nur als Zeichen endzeitlicher Verblendung und Gerichtsreife verstehen. Zieht man zudem die gerade in homosexuellen Kreisen grassierende AIDS-Seuche in Betracht, dann wird man unweigerlich an folgendes Wort aus der Heiligen Schrift erinnert. Offenbarung 9, Vers 20 und 21. Und die übrigen Leute, die nicht getötet wurden von diesen Plagen, bekehrten sich doch nicht von den Werken ihrer Hände, dass sie nicht mehr anbeteten die bösen Geister und die goldenen, silbernen, ehernen, steinernen und hölzernen Götzen, die weder sehen noch hören noch gehen können. Und sie bekehrten sich auch nicht von ihren Morden, ihrer Zauberei, ihrer Unzucht und ihrer Dieberei. Und jetzt kommen wir zur Frage des Heiligen Geistes. Nächste, die Pneumatologie in der dogmatischen Lehre. Wie steht es mit dem Heiligen Geist? Nun, wir sehen, dass auch hier immer weiter von der Bibel abgewichen wird. Entweder wird eine schwarmgeistige Bewegung verbreitet, das werden wir heute Nachmittag hören, dieser falsche Schwarmgeist, wo unbiblische Praktiken, okkulte Handauflegungen, dämonische Besessenheiten verwechselt werden mit dem Wirken des Heiligen Geistes. Oder aber, was noch wesentlich schlimmer ist, oder mindestens genauso schlimm, es wird gesagt, in allen Religionen würde der Heilige Geist wirken. Es sei überall der gleiche Geist. Also der Heilige Geist Gottes wird mit den dämonischen Geistern verwechselt, vertauscht, vermischt, identifiziert. Es wird behauptet, etwa bei Kirchentagen oder bei Treffen des Ökumenischen Rates, dass der Heilige Geist, der ja die dritte Person der göttlichen Dreieinigkeit ist, geradezu identisch sei mit den Geistern des Hinduismus, Shintoismus, der afrikanischen und indianischen Stammesreligionen. Und auch in den Religionen Mohammeds, Buddhas, Zarathustras und vieler anderer Menschen offenbare sich derselbe göttliche Geist, der im Judentum und Christentum verehrt werde. Die Heilige Schrift aber warnt deutlich vor jeder Form der Religionsvermischung. Erste Gebot, sollst keine anderen Götter neben mir haben, spricht der Herr. Und in 1. Korinther 10, Vers 20 steht, was die Heiden opfern,
Dazu gehören alle Religionen dieser Welt, einschließlich eines falschgeistigen Christentums. Ja. Es gibt nur entweder den wahren christlichen Glauben, die persönliche Herzensbeziehung zum Herrn Jesus, oder alles andere sind Religionen, die sich Menschen selber machen. Also es gibt ein Christentum als Religion, es gibt aber im Gegensatz dazu den lebendigen christlichen Glauben. Das darf man auch nicht verwechseln. Das eine ist nur eine Organisation oder eine Form, das andere ist das Lebendige. Und natürlich alle anderen Religionen, ob es Islam, Hinduismus, Buddhismus, Shintoismus und was auch immer ist. Und darüber gilt, was die Heiden opfern, das opfern sie den bösen Geistern und nicht Gott. Nun will ich nicht, dass ihr in der Gemeinschaft der Dämonen seid. Und 2. Korinther 6, Vers 15 folgende. Wie stimmt Christus mit Belial überein, also mit dem Teufel? Oder was für einen Teil hat der Gläubige mit dem Ungläubigen? Was hat der Tempel Gottes gemeinsam mit den Götzen? Geht aus von ihnen und sondert euch ab. Gottes Wort ist so klar und ich kann nicht verstehen, dass viele, die sich Christen nennen, das heute nicht mehr unterscheiden. Es kann nur deshalb kommen, weil sie die Bibel nicht mehr lesen, die Bibel nicht kennen oder verfälschte Bibeln lesen, wo kein klares Wort mehr steht. Eine tragische Entwicklung der Endzeit. Nun zur Ekklesiologie, Lehre von der Gemeinde. Auch da wundern wir uns nicht, dass klare biblische Maßstäbe verloren gegangen sind. Das zeigt sich vor allem darin, dass Kirche in vielen Staaten kaum noch von der Welt unterscheidbar ist. Je zeitgemäßer und weltoffener eine Kirche jedoch sein will, auch eine Freikirche oder Gemeinschaft, umso mehr steht sie in der Gefahr, ihr eigenes Wort zu vergessen, das sie einer weithin atheistischen und verunsicherten Bevölkerung schuldet. Und das kann nur das biblische Wort sein. Wer sich hingegen Tagesparolen der Politik von rechts oder von links hingibt und diese zum Programm macht, der verlernt allzu leicht das Hören auf das ganz andere Wort Gottes. Und insbesondere die evangelische Kirche ist heute bedroht von der Verweltlichung, von ihrer Auflösung in die Welt hinein. Die katholische natürlich auch, die ja sämtliche heidnischen Praktiken aus der Welt schon über Jahrtausende assimiliert in sich aufgenommen hat. Ich erinnere nur an Fasching und was alles damit verbunden ist. Aber wenn eine Kirche sich der Welt anpasst, macht sie sich selber überflüssig, was die hohen Austrittszahlen dann auch drastisch belegen. Die Leute sagen, das kann ich auch in der Zeitung lesen, was ich da von der Kanzel höre. Da brauche ich da nicht sonntags nochmal das Gleiche dann noch aus rot-grüner Sicht mir anhören. Ja, nun dann noch als letzter Punkt. Wir sind immer noch im ersten Teil, die Situation vieler evangelischer Kirchen und Freikirchen heute, was schließlich die Eschatologie angeht, also die Lehre von den letzten Dingen, von der Endzeit. So wurde ja die Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus schon längst gestrichen durch liberale Theologen wie etwa Rudolf Bultmann und seine zahlreichen Schüler. Und an die Stelle der Wiederkunft Jesu und anstelle der Aufrichtung des messianischen tausendjährigen Friedensreiches durch den Herrn ist dann etwas anderes getreten, nämlich dessen schwärmerische Vorwegnahme in Gestalt eines durch eigene menschliche Kraft zu erringenden irdischen Friedensreiches. Also der Mensch selber baut sich jetzt sein Friedensreich auf und überreicht es dann irgendwie Gott, falls der dann doch noch irgendwann kommen sollte. Karl Friedrich von Weizsäcker hat mal gesagt, beim konziliaren Prozess für Gerechtigkeit, Frieden und Bewahrung der Schöpfung, wir haben jetzt 2000 Jahre auf das Reich Gottes gewartet, wir warten nicht mehr länger, wir bauen es jetzt selber auf. Ja? Solche Anmaßungen des Menschen. Aber im Petrusbrief wird gesagt, dass Gott noch Erbarmen hat, noch Gnadenzeit schenkt, dass viele gerettet werden. Wir sollen nicht ungeduldig werden, sondern unser Öl in den Lampen bereithalten. Kirche ist also immer näher an die Welt, verstanden als gottfeindlicher Kosmos, herangerückt. Auch viele Freikirchen, die dann Zeit verschoben, etwas hinterherhinken leider und das dann auch mitmachen, wenn sie es nicht mehr merken. So werden immer erst dann auch Ältestinnen eingesetzt, irgendwann Pastorinnen und dann irgendwann werden auch homosexuelle Beziehungen gesegnet. Das ist so eine Reihenfolge, wo man das Wort Gottes nicht mehr ernst nimmt und immer weiter abweicht. Das Gericht beginnt am Hause Gottes. Und nun stellt sich als zweiter Punkt die Frage, wie könnte eine Reformation aussehen? Zweiter Punkt also. Nun zur Situation in der Zeit vor der Reformation Martin Luthers, Huldreich Zwinglis, Johannes Calvins und auch der Täufer und anderer.
Zu der Zeit damals gibt es einige Ähnlichkeiten. Auch damals war die Kirche, das war damals hauptsächlich die römisch-katholische Kirche, verweltlicht. Die Bibel war durch das Papsttum weithin außer Kraft gesetzt. Außer dem Klerikerstand hatte so gut wie niemand Zugang zur Bibel. Die Welt war durch Luxus und Pomp in die Kirche eingedrungen. Der Ablass war ein Symptom für billige Gnade und Geldmacherei. Und Kirche und Staat waren weithin identisch durch Kirchenfürsten und Papstherrschaft. Und auch das tausendjährige Reich war in Gestalt der katholischen Kirche vorweggenommen worden, in der Lehre Augustins grundgelegt. Die Missstände waren gravierend und eine Reformation unausweichlich. Heute ist es, inzwischen in der evangelischen Kirche, aber auch in der katholischen, noch viel schlimmer geworden. Die Glaubensfundamente wurden total ausgehöhlt. Hieß es früher, wenn das Geld im Kasten klingt, die Seele aus dem Fegfeuer springt, so wird heute die Sünde einfach wegdiskutiert. Es braucht gar nichts mehr getan werden gegen Sünde, weil Sünde einfach als nicht existent erklärt wird. Sünde ist höchstens, wenn ich nicht Kröten über die Straße bringe oder sowas, ja, oder vielleicht zu viel Kuchen esse. Das wird heute so als Sünde bezeichnet. Ihr merkt also, wie das immer mehr sich in eine extreme Richtung entwickelt hat in dieser Endzeit. Die Glaubensfundamente wurden total ausgehöhlt. Sicherlich gibt es mancherorts noch intakte Gemeinden, aber vor allem seit den 90er Jahren wurden von Kirchenleitungen und Synoden in vielen Staaten Beschlüsse gefasst, die in klarem Widerspruch zu den Geboten Gottes stehen. Etwa, wie schon genannt, die Tolerierung der Tötung des Kindes im Mutterleib und die Unterstützung homosexueller und radikal-feministischer Bewegungen. Eine Reformation, wie könnte sie aussehen? Sie müsste zuallererst zur Buße, das heißt zur Umkehr, zur Sinnesänderung, Metanoia rufen. Zur Umkehr zum Herrn Jesus Christus und seinen Geboten. Die erste der 95 Thesen Martin Luthers lautete: Da unser Herr und Meister Jesus Christus sagt, tut Buße, denn das Himmelreich ist nahe herbeigekommen, wollte er, dass das ganze Leben der Gläubigen Buße sein sollte. Zitat Ende. Das ganze Leben, nicht irgendeine Ablasszahlung oder gewisse Bußleistungen, sondern unser Leben soll von der Umkehr zum Herrn geprägt sein. Die Reformation Martin Luthers war eine Bußbewegung, allerdings möchte ich mal sagen, ist auf halber Strecke stehen geblieben. Die Täufer, die biblisch gesunden Täufer, es gab auch schwärmerische leider in Münster und anderen Orten, aber die gesunden Täufer, die haben es versucht, bis zum Ende zu führen. Aber jedenfalls eine Bußbewegung. So hat auch Luther geschrieben: Buße bedeutet ein Wiederzurechtkommen und die Einsicht in die eigene Unvollkommenheit, nachdem man die Strafe erlitten und den Irrtum eingesehen hat. Das aber kann unmöglich ohne Änderung des Sinnes und der Eigenliebe geschehen. Ähnlich schreiben auch Calvin, Menno Simons und andere über die Buße, und auch Georg Steinberger im 20. Jahrhundert schreibt in seiner Broschüre Buße, ein himmlisches Geschenk. Bekennen und lassen ist der biblische Weg. Buße tun heißt, über sich selbst den Stab brechen, sich als einen Verfluchten beiseite setzen lassen und den Platz, den unser eigenes Ich bis jetzt eingenommen hat, dem Gekreuzigten einräumen. Ihm den höchsten Platz in unserem Leben geben, wie Gott ihm, also dem Herrn Jesus, den höchsten Platz gegeben hat zu seiner Rechten. Unser Ich kann nur beiseite gesetzt werden durch das Ich des Gekreuzigten. Nur wenn Christus die Stelle deines Ich einnehmen darf, wirst du befreit bleiben von deinem Ich. Zitat Ende. Soweit Georg Steinberger. Die Reformation müsste also auch heute eine Bußbewegung, eine Umkehrbewegung hin zu Jesus Christus sein. Und sie müsste durch die vier Sola, die vier Alleins, gekennzeichnet sein. Die nenne ich auch kurz hier. Allein die Heilige Schrift, allein Christus, allein die Gnade, allein der Glaube. Allein die Heilige Schrift, das heißt die Bibel ohne Abstriche und Zusätze, ohne eine zusätzliche, ihr neben oder gar übergeordnete Lehrtradition, ohne Angleichung an den Zeitgeist, ohne die heute beherrschend gewordene historisch-kritische Bibelauslegung oder Verfälschung, die ihren Ursprung in der Aufklärungsphilosophie hat. Luther sagte: Gottes Wort soll Artikel des Glaubens stellen und sonst niemand, auch kein Engel.
Und wir müssen die Propheten und Apostel auf dem Pult sitzen lassen und wir zu ihren Füßen hören, was sie sagen und nicht sagen, was sie hören müssen. Zitat Ende. Allein die Schrift, allein Jesus Christus, und zwar Jesus, wie ihn die Bibel beschreibt, kein selbstgemachter Jesus, wie er heute leider sehr verbreitet ist. Jesus als der ewige, menschgewordene Sohn Gottes, ohne die falsch sogenannten Heiligen, die irgendwie heilig gesprochen werden. Heilig ist in der Bibel jeder wiedergeborene Christ, der Jesus nachfolgt, der abgesondert ist von der Sünde in der Welt. Aber nicht Menschen, die von irgendjemandem, vom Papst und so weiter, heilig gesprochen werden. Das ist eine okkulte Lehre. Nein, ohne diese falschen Heiligen, ohne die eine falsch zur Mutter Gottes erklärte Maria, sie ist die Mutter unseres Herrn Jesus Christus, des Sohnes Gottes, aber Mutter Gottes ist ein sehr missverständlicher Begriff. Ja. Und vor allem ist sie nicht die Himmelskönigin. Das ist eine Lehre, die schon bei den Propheten als heidnisch verurteilt wurde. Jesus ohne Zusatz wie Jesus und oder Jesus ja, aber auch Mohammed, Buddha, Zarathustra und so weiter. Ja. Nein, Jesus allein. So sagte auch Luther, ich weiß nichts und will nichts wissen in göttlichen Sachen, ohne allein von meinem Herrn Christo. Der soll allein alles sein, was meine Seligkeit betrifft und zwischen Gott und mir zu handeln ist. Dann allein die Gnade, ohne ein wenig Mithelfen unsererseits, ohne verdienstliche gute Werke, ohne Selbsterlösungsbemühungen jedweder Art. Und allein durch den Glauben, das vertrauensvolle Ergreifen dessen, was Jesus am Kreuz für uns getan hat. So haben wir auch in den neuen 95 Thesen, die wurden damals 1996 erstmals herausgegeben und wir haben sie jetzt wieder neu veröffentlicht in unserer Zeitschrift Der schmale Weg, Nummer 1, 2017, rechtzeitig zum Reformationsjahr, gibt es auch hier als Sonderdruck, liegt draußen aus. In diesen neuen 95 Thesen wurden inzwischen übrigens in weit über 30 Sprachen übersetzt. Da haben wir Folgendes festgestellt in These 52 bis 54. Allein Jesus Christus soll der Herr sein, nicht andere Herren, nicht Religionsstifter oder Ideologen. Allein das Wort Gottes, das in der Bibel niedergelegt ist, soll gelten. Nicht andere Worte, Offenbarungsquellen und Ideologien. Allein aus Gnaden und durch den Glauben werden wir gerettet. Nicht durch Selbsterlösungstechniken, Wiederverkörperungsvorstellungen und den frevelhaften Versuch, den umfassenden Heilszustand des Reiches Gottes durch die schwärmerische Erwartung eines aus eigener menschlicher Kraft errichteten Weltfriedensreiches vorwegzunehmen. Zitat Ende. Reformation heißt also Rückkehr zu den biblisch-reformatorischen Grundlagen. Wie kann das praktisch aussehen? Nun zunächst einmal ist zu betonen die Buße und Einheit der Gläubigen. Aber Vorsicht, Einheit ist ein viel strapazierter Begriff. Umkehr beginnt immer beim Einzelnen. Und die Einheit, die der Herr Jesus im Johannes 17 im hohepriesterlichen Gebet, wie man es auch nennt, erbittet, die bezieht sich nur auf die, die geistlich wiedergeboren sind. Mit anderen haben wir keine geistliche Einheit. Haben wir zwar äußerlich vielleicht Einheit, wir können die Hand schütteln und so und guten Tag sagen, aber wir können nicht gemeinsam beten, wenn ein anderer Mensch nicht den gleichen Herrn verehrt. Wenn er irgendeinen falschen Gott verehrt, dann kann man keine Gebetsgemeinschaft haben. Wir können also nur Einheit haben mit solchen, die ganz gemäß der Bibel glauben und leben. Einheit. Lassen wir uns reinigen durch das Blut Jesu Christi. Hören wir auf sein Wort, suchen wir ihn im Gebet, suchen wir die Glaubensgeschwister in der Gemeinschaft und gehorchen wir seinen Ordnungen. Dann entsteht Einheit und Erneuerung. Der Leib Christi ist sehr zerrissen, aber die Einheit kann nur eine Einheit in der Wahrheit Christi sein. Wir können nichts erzwingen. Die Evangelische Allianz ist zurzeit auf dem Weg, eine Einheit zu konstruieren durch eine Zusammenfassung von Organisationen, von Kirchen, von Kreisen, von verschiedenen Richtungen bis hin zu extrem charismatischen Richtungen. Man will viel Muskeln zeigen, indem man viel Masse vereinigt, aber das ist kein biblischer Weg. Die Wahrheitsfrage wird ja gar nicht mehr wirklich gestellt. Man hat immer breitere Kompromisse geschlossen, bis dann die Wahrheit nicht mehr zu erkennen ist. Große Abweichungen schon von Gottes Wort. Die Bibelkritik sollte massiv hinterfragt und von uns überhaupt nicht angewendet werden. Wir wollen uns unter das Wort Gottes stellen, niemals über das Wort.
Eine bibeltreue Ausbildung ist notwendig. Leider ist aber in ehemals bibeltreue Bibelschulen, die gibt es ja heute leider kaum noch, wir haben ja überall diesen akademischen Anspruch, der nicht grundsätzlich verboten ist, aber wenn es damit verbunden ist, dass man falsche Kompromisse schließt und die Bibelkritik hereinlässt, dann ist es verhängnisvoll. Also es gibt kaum noch diese bibeltreue Ausbildung, man meint überall mit akademischem Anspruch, sich jetzt auch der Bibelkritik zu öffnen, und das ist verhängnisvoll. Es sollte gerade in die andere Richtung gehen. Bibeltreue Ausbildung sollte eingeführt und anerkannt werden. Und auch ein heikles Thema, Gemeindezucht, muss durchgeführt werden, um die Gemeinde vor falschen Lehren und Lebensstilen zu schützen. Wenn das nicht geschieht, dann durchsäuert ein falscher Sauerteig den ganzen Teig, gemäß 1. Korinther 5. Aber der Sauerteig der Sünde und der falschen Lehre muss rechtzeitig hinausgetan werden. Wir hatten vor einiger Zeit auch bei einer Freizeit, es war jetzt keine Gemeinde, ein Mann dabei, der war so total streitsüchtig, ja, und ich habe gesagt, in unserer Gemeinde würde das nicht geduldet, wenn einer immer um des Streites willen praktisch immer wieder Streit sucht. Das ist auch ein Sauerteig, der Gemeinden sehr kaputt macht. Und falsche Lehren noch mehr. Und es gilt, gegen den Zeitgeist Widerstand zu leisten, etwa gegen diese sogenannte Segnung homosexueller oder anderer Beziehungen. Es geht ja bald irgendwann bis hin zu Polygamie und Sodomie. Wenn mal das Gefälle eingebrochen ist, dann wird es immer schlimmer. Es ist nur eine Frage der Zeit. Aber wenn etwas gesegnet wird, was Gott nicht segnet, was wird aus diesem Segen? Ein Fluch. Es ist in Wirklichkeit ein Fluch darauf. Wir wollen beten, dass diese Menschen noch umkehren von ihren falschen Wegen. Jetzt noch der dritte Teil. Es wird jetzt etwas kürzer, keine Angst, ja. Warum eine Reformation heute schwierig ist und dann schließlich auch, wie wir Gläubigen uns verhalten können. Warum ist eine Reformation heute viel schwieriger als zur Zeit Martin Luthers? Ich nenne drei Hauptgründe. Erstens, die kirchlichen Leitungsgremien und kirchlichen und staatlichen Ausbildungsstätten sind bereits weithin von liberalen, also scheinliberalen, muss man sagen, in Wirklichkeit, Kräften besetzt und unterwandert worden. Die haben ihre Leute eingesetzt im Marsch durch die Institutionen, gemäß Rudi Dutschke von der 68er neomarxistischen Studentenbewegung. Ein Machtkartell wurde aufgebaut, das Andersdenkende zunehmend ausschließt. Ich zum Beispiel wurde noch nicht mal ordiniert oder in die Kirche eingestellt. Ich durfte nur durch Vermittlungen damals von Rolf Schäffbuch, der war damals Prälat in Ulm, beim badischen Landesbischof hat er sich eingesetzt, dass ich überhaupt mein Lehrvikariat machen durfte, weil ich schon damals vor meiner Vikariatszeit einige Bücher veröffentlicht hatte und wurde damals vorgeladen, wie bei der Inquisition im Roten Haus in Karlsruhe, Oberkirchenrat. Warum haben Sie das geschrieben? Warum dürfen wir nicht mit anderen Religionen zusammenarbeiten? Warum lehnen Sie gruppendynamische Techniken ab? Ja, dann habe ich gesagt, ja, das ist das erste Gebot, ja, du kannst nicht mit Götzen zusammen beten, das haben die nicht verstanden oder verstehen wollen. Dann habe ich gesagt, ich kann von meinem Gewissen her das nicht vertreten, diesen Synkretismus. Ja, das nur als kleines Beispiel, ich habe da vieles erlebt, aber sie haben ihre Leute eingesetzt, es gibt noch ein paar Ausnahmen, aber weitgehend ist ein Kartell aufgebaut worden, ein Machtapparat, der Andersdenkende zunehmend ausschließt. Jetzt momentan wird noch toleriert, wenn jemand die Frauenordination ablehnt, aber irgendwann werden nur noch solche eingestellt. Ich glaube, es ist schon fast jetzt soweit, du wirst nur noch wahrscheinlich Pfarrer werden können, wenn du auch die Frauenordination tolerierst und irgendwann auch die homosexuellen Segnungen. Es geht also immer weiter mit Salami-Taktik, ja, immer scheibchenweise. Und bei den Freikirchen ist die Entwicklung ähnlich bei den meisten. Deshalb, ich plädiere immer mehr für bibeltreue, unabhängige Gemeinden. Ja, die aus der neomarxistisch geprägten Studentenrevolution der 60er Jahre hervorgegangene Feministen- und Homosexuellen-Lobby hat Zugang zu den Entscheidungsgremien erlangt. Und wie in einer Zangenbewegung werden die Gläubigen von oben, von den Kirchenleitungen, und von unten, und zwar durch linke und scheinliberale Basisinitiativen, eingeklemmt und bedrängt. Momentan ist keine Änderung dieser Verhältnisse abzusehen. Zweitens, der zweite Grund, warum eine Reformation schwierig ist, nämlich
Der Zeitgeist weht glaubenstreuen Christen immer heftiger ins Gesicht. Der Trend in unserer Gesellschaft ist Christus- und Christenfeindlich. Auch die Massenmedien spielen hier eine gewichtige Rolle, die genauso unterwandert wurden. Heute sieht man auch in der Politik fast immer nur noch Meinungsäußerungen von einer Richtung in unseren maßgeblichen Massenmedien. Habt ihr schon mal ein gutes Wort gehört über den amerikanischen Präsidenten Trump in unseren Massenmedien? Das müsste ja selbst dem unbedarftesten Menschen auffallen, trotz aller Fehler, die auch zum Beispiel Trump hat, aber dass da überhaupt gar nichts Gutes sein soll. In Amerika sieht es da ganz anders aus. Wenn man mal, ich war jetzt hier gerade dort, nicht? Da gibt es also noch verschiedene Sender, wo man mal die und die Seite wenigstens noch hört. Bei uns ist es inzwischen sehr einseitig besetzt. Nur als ein Beispiel. Genauso könnten auch andere Länder nennen. Oder über Ungarn, was da kommt, oder über Putin. Und also sollen die alle nur noch so schlecht sein? Ich kann mir das nicht vorstellen. Aber okay, lassen wir das Thema. Aber ihr seht, wie einseitig die Massenmedien besetzt sind inzwischen. Genau wie die Kirchenleitungen. Wenn ich was Falsches sage, wir können nachher gerne darüber diskutieren. Ja. Okay, ich habe nur das als Beispiel jetzt gebracht. Ich teile nicht alles, was die Politiker machen, versteht mich richtig. Gut, also jedenfalls der Zeitgeist wird auch uns Christen durch die Massenmedien immer heftiger ins Gesicht. Und das ist eine endzeitliche Entwicklung. Die Situation des Glaubensabfalls und der Gesetzlosigkeit, gemäß Matthäus 24, 12 und 2. Thessalonicher 2, Vers 10. Die Gebote Gottes, sein Wille und seine Liebe werden mit Füßen getreten. Und angesichts dieser Lage möchten wir mit Reinhold Schneider ausrufen, allein den Betern kann es noch gelingen, das Schwert ob unseren Häuptern aufzuhalten und diese Welt den richtenden Gewalten durch ein geheiligt Leben abzuringen. Das hat er nach dem Krieg geschrieben. Und drittens eben, dritter Grund, dass eine Reformation heute schwieriger ist als damals, vor 500 Jahren. Wir sind eben in der Endzeit. Und ich denke, dass der Herr bald kommt. Und wir sollen trotzdem als Einzelne dem Zeitgeist Widerstand leisten, dem Bösen nicht nachgeben, aber wir dürfen wissen, eine große Änderung wird wahrscheinlich nicht mehr eintreten. Wer von großen Erweckungen spricht, ich wünsche es uns wirklich, aber ich habe die Befürchtung, dass dazu der Glaubensabfall schon zu weit fortgeschritten ist. Im kleinen Feld missionieren wir, gehen auch einmal im Monat auf die Straßen in unserer Stadt mit einem Missionsstand, wir laden ein, so laut wir können noch. Aber die großen Zahlen bleiben zumindest bei uns in Deutschland aus von Bekehrungen. Es gibt aber immer wieder Einzelne und darüber freuen wir uns. Reformation kann sich also heute im kleinen Rahmen noch ereignen, in unserem eigenen Herzen, in einzelnen Gruppen und Kreisen, in einzelnen Gemeinden, vielleicht sogar noch in einzelnen Kirchen. Wir waren jetzt beim Seminar der südlichen Baptisten auch in St. Louis, USA. Da gab es nochmal, ich glaube in den 90er Jahren, eine Änderung in eine bibeltreuere Richtung. Aber auch da ist nicht alles Gold, was glänzt. Aber das war schon so liberal, dass dann nochmal ein neuer Präsident kam, der unter Leitung, unter Hilfe seines Gremiums dort nochmal das Ruder herumreißen konnte. Aber wie lange, das ist auch dort fraglich. Wir leben in der Endzeit und der Glaubensabfall der vielen Einzelnen summiert sich zum Glaubensabfall der Kirchen. Was ist die Hure Babylon? Die Hure Babylon, das ist nicht der Islam. Der Islam, das ist ein Teil des antichristlichen Systems. Die Hure Babylon, das ist die verweltlichte Kirche. Und das schrieb im 19. Jahrhundert schon der Theologieprofessor Karl August Auberlen im Blick auf Offenbarung 17. Und Friedrich Mayer bemerkt zu dieser Stelle, Offenbarung 17, dabei dürfen wir nicht nur an Rom denken, sondern ohne Zweifel an alles falsche Kirchenwesen auf Erden, an alles Unechte, also weltförmige Christentum, wie es allmählich auch in der kleinsten Gemeinschaft mittendrin sitzt. Sie alle, diese Kirchen, Konfessionen, Sekten, Freikirchen, Gemeinschaften, keine einzige ausgenommen, sind kleine Babel geworden, voll Verwirrung und sind von ihrem ersten Geist himmelweit gefallen. Zitat Ende. Deshalb heißt es, im Blick auf diese abgefallenen Kirchen geht aus von ihnen. Im Islam sind wir ja gar nicht drin, zumindest hier nicht. Deshalb, wir müssen aus diesen falschen abgefallenen Kirchen ausgehen, uns davon absondern. Der französische Bibellehrer René Pasch hat über die Hure Babylon geschrieben, in seinem bekannten Buch Die Wiederkunft Jesu Christi. Die Hure Babylon stellt nicht lediglich eine bestimmte Gruppe von Abgefallenen dar, sondern alle falsche Religionen auf Erden. Es hat viele falsche Christen bei den Katholiken gegeben, aber ebenso bei den Protestanten, den Orthodoxen und anderswo.
Geistlichen Ehebruch begehen alle, die ihr Herz zwischen Gott und der Welt teilen, die bei einem strengen Dogma die Bekehrung ablehnen, die vom Glauben an die Bibel abweichen, indem sie die Gottheit Jesu Christi und die Sühnekraft seines Bluts leugnen, alle, die Andersgläubige verfolgen. Die große Hure, Babylon, ist die abgefallene Kirche, die Jesu Christi Eigentum zu sein gelobte und nun mit der Welt Ehebruch treibt. Sie ist das Sinnbild der verweltlichten Religion, das weltliche System geistlicher Verwirrung, heuchlerischer Wollust und kirchlicher Korruption in ihrer ganzen Scheußlichkeit. Zitat Ende, René Pasch. Ja, ich muss einiges jetzt auslassen aus Zeitgründen. Jetzt möchte ich deshalb gleich weitergehen zum letzten Teil, wie sich die Gläubigen in dieser Lage verhalten können. Es gilt für alle gläubigen, wiedergeborenen Christen, dass wir weiterhin glauben, lieben und hoffen, weiterhin beten für eine Umkehr in Kirche und Gesellschaft und auch für diejenigen, die öffentliche Verantwortung tragen. Es hat mal jemand zu mir gesagt, als ich schon als Student damals eine Auseinandersetzung mit dem Badischen Landesbischof stand über verschiedene Lehrfragen, haben Sie alle schon für ihn gebetet? Ich sage, nein, das konnte ich noch nicht. Das sind solche Gegensätze und Kämpfe. Aber das ist genau der richtige Weg. Wir sollen auch für die beten, die anders denken, anders glauben, die in unseren Augen vielleicht auch Verführer und Irrlehrer sind. Ja, ich sage es mal vorsichtig. Wir müssen ja auch selber schauen, dass wir nicht falsch lehren. Wir müssen uns immer wieder vom Wort Gottes her korrigieren lassen. Auch jeder von uns kann vielleicht mal irgendetwas lehren, was nicht bibelgemäß ist. Und denkt, jetzt habe ich was Neues entdeckt. Aber wenn sowas ist, dass man etwas Neues entdeckt, dann sollte man sich mit anderen Brüdern erstmal beraten und fragen, wie siehst du das? Ist das biblisch haltbar? Und dann sagen vielleicht auch die anderen Brüder, nein, lieber Bruder, das solltest du lieber nicht von der Kanzel lehren und predigen. Ja? Und deshalb wollen wir auch da demütig sein und aufeinander hören. Also, wir sollen füreinander beten, einander korrigieren und ermahnen und auch Ermahnungen Korrektur annehmen. Ich sage das immer dazu, wir waren jetzt auch in Amerika bei den Mennoniten und Alterordnungen. Es hat uns sehr beeindruckt, als diese Brüder mit ihren langen Bärten und mit Pferdekutschen waren, sie ja zum Gottesdienst gefahren und am Schluss gesagt haben, liebe Brüder, wenn wir etwas Falsches gesagt haben, dann korrigiert uns. Ja, das fand ich so schön. Ist auch heute möglich, wir können uns gerne austauschen. Vielleicht machen wir nachher noch eine Fragerunde. Ja, und jetzt stellt sich natürlich die Frage, wie ist es, wenn eine Kirche nicht mehr reformierbar ist oder eine Gemeinde, was soll man da tun? Das ist jetzt für viele von uns ja noch existenzieller, diese Frage, als das große Thema Kirche, Reformation. Auftreten oder austreten? Ich empfehle immer zuerst auftreten mit F, wie Fritz geschrieben, ja? Und wenn das nicht hilft, austreten, wie Siegfried. Ja. Auftreten, austreten. Wir haben die Verantwortung, zuerst zu rufen, zu mahnen, mit der Bibel in der Hand und zu sagen, da steht es geschrieben, wir können nicht hier mit den Muslimen zusammenbeten oder mit den Hindus oder was auch immer. Erstes Gebot, ganz glasklar, und auch im Neuen Testament Lehrbriefe, haben wir gestern gehört, in den Lehrbriefen steht es ja auch überall und im Neuen Testament, es ist in keinem anderen das Heil, allein Jesus Christus, nicht am gleichen Joch ziehen mit den Ungläubigen. Klarer kann man es nicht sagen. Und immer auf das Wort berufen. Ja? Beruft euch auf das Wort, wenn ihr mit euren Kirchenleitungen sprecht, mit euren Pfarrern, mit euren Pastoren oder was es da alles gibt, oder Brüdern. Und wenn sie dann hören, ist es gut. Und wenn nicht, dann muss man sagen, ja, wenn bei uns solche falschen, unbiblischen Dinge laufen, dann muss ich diese Gemeinde verlassen. Das ist oft sehr schmerzlich, aber es ist besser, sich in einem klarstehenden Hauskreis oder einer kleinen, bibeltreuen Gruppe zu versammeln, als in einer großen Kirche oder Gemeinde, wo das Wort Gottes nicht mehr ernst genommen wird. Da zieht sich nämlich der Herr zurück. Da geht der Geist Gottes hinaus, dann kommen falsche Geister herein oder sind schon längst eingedrungen. In 1. Korinther 6 heißt es, zieht nicht am fremden Joch mit den Ungläubigen. Wir sind der Tempel des lebendigen Gottes. Geht aus von ihnen, sondert euch ab, spricht der Herr, und rühret kein Unreines an. Ich gebe es jetzt gekürzt wieder. Lest mal das ganze Kapitel. Eine biblische Absonderung wird heute kaum noch gepredigt. Es wird immer von Liebe gesprochen und falscher Einheit, falscher Ökumene.
Aber wer redet noch von der biblischen Wahrheit, Eindeutigkeit und von der Heiligkeit Gottes? Gott ist Liebe, aber er ist in seinem Innersten auch heilig, abgesondert von allem Bösen. Und auch wir müssen uns absondern von allem, was wir als Sünde und Irrlehre ganz klar erkannt haben. Davon gilt es, Abstand zu halten. Und wenn wir im Zweifel sind über etwas, ob es Sünde ist oder nicht, das kommt oft die Frage zu mir wegen gewissen Heilverfahren auch, ja, ist das Sünde, darf ich das machen? Dann sage ich immer, wenn es nicht ganz klar ist und du Zweifel hast, dann lass es. Es heißt nämlich, was nicht aus Glauben geschieht, ist Sünde. Ja, natürlich Offenbarung 18. Ich hörte eine andere Stimme vom Himmel, die sprach, geht aus von ihr, nämlich von Babylon, mein Volk, dass ihr nicht teilhaftig werdet ihrer Sünden, damit ihr nicht empfangt etwas von ihren Plagen, denn ihre Sünden reichen bis an den Himmel und Gott denkt an ihren Frevel. Nun ist natürlich so, es gibt oft Gemeindeverbände oder Kirchen, dann unterscheidet man natürlich der Dachverband, die Zentrale. Die steht vielleicht schlecht, die ist schon gekippt, aber vor Ort ist ja noch ein guter gläubiger Pfarrer, höre ich oft, oder noch ein guter Pastor in der Freikirche, bei den Baptisten oder wo auch immer. Ja, wir sagen, es trifft hier jeden. Aber da vor Ort ist ja noch gut, sollen wir das im Stich lassen. Ist nicht so einfach zu entscheiden, aber ich sage, wenn dieser Dachverband schon unterwandert ist, schon gekippt ist, ist nur eine Frage der Zeit, bis es auch vor Ort sich auswirkt. Man muss Kollekten erheben für den Kirchentag, den man mit seinem Gewissen nicht vereinbaren kann. Und wenn dann der Pfarrer oder Pastor wechselt, kommt oft ein ganz anderer. Ich hatte auch einen lieben Bruder erlebt, ein Pfarrer, der auch bei uns übrigens beim Missionsstand immer mithilft. Sehr beeindruckend als landeskirchlicher Pfarrer, dass die sehen, wir sind auch wiedergeboren und er macht dann bei uns mit. Aber als er dort in Rente ging, in einer Gemeinde im Württembergischen, dann haben sie, und er war ja gegen die Frauenordination, haben sie ausgerechnet eine Pfarrerin dorthin schicken wollen. Ja, die Gemeinde hat es dann noch gestoppt, die war noch von ihm geprägt, aber es wird immer weniger und sie versuchen auch diese Gemeinde von oben her, vom Dachverband zu liberalisieren. So läuft das. Und so ist es, denke ich, besser, man verpulvert seine Kraft nicht, ist meine persönliche Meinung, durch diese Kämpfe, sondern man baut einfach konstruktiv, positiv Gemeinde. Das ist der Weg, den der Herr auch mir die letzten Jahre gezeigt hat, mit der Bibelgemeinde in Pforzheim und auch in anderen Orten gibt es viele Aufbrüche, im Kleinen oft, aber es gibt Aufbrüche auch hier unter uns, höre ich von einigen, wo Kreise, Gemeinden, kleine Gemeinden oft entstanden sind. Und der Herr schenkt da auch Segen, wenn wir keine Abstriche am Wort Gottes machen. Ich komme zum Ende. In der Heiligen Schrift finden wir zahlreiche Beispiele für Umkehr, eine radikale Umkehr von Menschen zu Gott. Als Beispiel nur zwei Männer Gottes aus dem Alten Testament. Der große König David tat individuelle Buße für sein eigenes Vergehen. Er hatte ja Ehebruch mit Bathseba, der Frau des Hethiters Uriah, begangen und Uriah an die Front stellen lassen und damit dem Tode ausgeliefert. Und Gott hat David nicht aufgegeben. Er hat den Propheten Nathan zu ihm gesandt. Und Nathan hat zu ihm gepredigt. Das Beispiel mit dem Schaf. Und, ja. Und dann hat David erkennen müssen, dass er selber der Mann ist, der diese Schuld des Mordes, des Ehebruchs auf sich geladen hatte. David, der so viele Frauen schon hatte und dann noch diese Frau dem Uriah weggenommen hat. Dieses einzige Schäfchen, was er hatte, im Bild gesprochen. Eine schreckliche Sünde, was da alles geschehen ist. Aber David ist umgekehrt. Er war ein Mann nach dem Herzen Gottes, nicht weil er perfekt gewesen wäre, kein falscher Perfektionismus, aber er hatte ein bußfertiges Herz, das hat ihn ausgezeichnet. Im Unterschied zu Saul, der sich immer mehr verhärtet hat, am Schluss sogar zur Wahrsagerin, zur Hexe ging. Wenn er das vergleicht, diese beiden Lebensläufe, bei dem Saul ging es immer weiter runter und der David, der hat ein bußfertiges Herz. Und sein Bußgebet gipfelt in dem Schrei, Gott sei mir Sünder gnädig. Und dieses Bußgebet ist auch im Psalm 51 uns überliefert. Wir beten das auch immer wieder beim Mahl des Herrn oder vor dem Mahl des Herrn, ja, dass wir wirklich eine Haltung der Umkehr und Buße des Herzens praktizieren, für uns persönlich. Individuelle Buße. Und es gibt auch im Alten Bund
Im Alten Bund gab es das in Israel als dem damaligen Volk Gottes auch eine kollektive Buße. Das konnte damals der König tun für sein Volk auch. Und zwar der König Josia. Und wie oft möchten auch wir in den Riss treten für unser Volk, für unsere Kirchen und Gemeinden und beten, Herr, schenke noch Umkehr. Und das tat auch Josia, König Josia. Sein Vater war der gottlose König Amon und seine Mutter hieß Jedida, die Geliebte. Und die Mutter war es, die Josia zur Gottesfurcht erzogen hatte. Der Großvater Josias war Manasse, der ähnlich wie Ahab das Heidentum wieder nach Juda gebracht hatte. Schreckliche Vorfahren, die er da hatte, abgesehen von der Mutter. Und Josia war wirklich umgekehrt zu Gott schon früh. Im 8. Jahr seiner Regierung mit 16 Jahren fing Josia an, den Gott seines Vorfahren David zu suchen. Und im 12. Jahr seiner Regierung mit 20 Jahren, 20 Jahre war er alt, begann er, Juda, Jerusalem und auch die Gebiete des ehemaligen Nordreichs vom Götzendienst zu reinigen. Hat alle diese Götzen beseitigen lassen. Und auch aus unseren Kirchen sollten die ganzen Götzen Handlungen hinausgetan werden. Im 18. Jahr seiner Regierung, da war er 26 Jahre alt, hat Josia den Schafan beauftragt und auch andere Männer, den Tempel renovieren zu lassen. Den hat man gar nicht mehr gepflegt, das war verfallen schon. Und bei dieser Gelegenheit, als sie den Tempel renoviert haben, fand der hohe Priester Hilkia das Buch des Gesetzes des Herrn. Das ist uns alles überliefert in 2. Könige 21 bis 23, müsst ihr mal lesen. Wahrscheinlich das fünfte Buch Mose, das lange verschollen gewesen war. Man stelle sich vor, das hatten sie sträflich irgendwo, da war es noch im Tempel irgendwo versteckt, verborgen. Man hat es nicht mehr gelesen. Und wie oft ruht die Bibel so verstaubt in den Regalen, vielleicht auch bei vielen Theologen, die nur noch ihre Perikopen lesen. Perikope heißt Ausschnitt. Ja, in den Landeskirchen wird meistens nur über diese Perikopen, diese Ausschnitte gepredigt. Und man lässt dann die unbequemen Stellen aus der Bibel weg. Die kommen gar nicht vor in der Perikopenordnung. Ist euch schon aufgefallen? Meistens nur so Positives gebracht. Ja, neuer Himmel, neue Erde. Aber die Stelle, draußen sind die Verleugner, die Unzüchtigen und Mörder und zwar, die wird dann weggelassen. Da wird vorher abgeschnitten, der Text. So ist es dann bei den Perikopenordnungen. Deshalb ist es viel besser, wenn wir die Bibel durchgehend predigen, in den Bibelstunden und auch in den Gottesdiensten. Ja, und so fanden sie dort das Gesetzbuch des Herrn, fünfte Buch Mose wahrscheinlich, und das war lange verschollen. Schafan studierte das Buch, er informierte den König und las es ihm vor. Und wie reagierte Josia? Er reagierte mit dem Zeichen des Entsetzens, der Trauer, der äußersten Bewegung des Herzens durch Zerreißen seiner Kleider, so hat man das damals getan. Ja. Man hat sich ganz Gott vor Gott gebeugt und ist darüber zerbrochen fast und hat das durch das Zerreißen der Kleider zum Ausdruck gebracht. Herr, hier ist mein Herz, ich möchte umkehren. Josia suchte Gott. Er fand die Bibel in Form des mosaischen Gesetzbuches der Tora. Er erschrak vor dem Zorn des heiligen Gottes und er verpflichtete, als König konnte er das tun, er verpflichtete das Volk zum Gehorsam gegenüber Gott und gegenüber dem Bund Israels, den Gott mit Israel geschlossen hatte. Er reinigte den Tempel, er reinigte die Stadt und das Land vom Heidentum. Er kehrte von ganzem Herzen um und tat Buße. Und ich denke, wir werden auch den Josia im Himmel sehen als einen der Gerechten des Alten Bundes, genauso wie auch David, der von seinen Sünden gereinigt wurde. Und was tun wir? Kehren auch wir um? Lesen wir die Bibel? Nehmen wir das Wort mit hungrigem Herzen auf und handeln wir danach? Wir erstreben sicherlich keine Theokratie wie in israelischer Zeit, alttestamentlicher Zeit. Das wird es in unserem Land nicht geben. Wir sind nicht das Volk Gottes wie Israel in alttestamentlicher Zeit. Was aber realistisch und wünschenswert ist, ist die Umkehr, die beim Einzelnen und auch in den Kirchen, in Gemeinden noch beginnen sollte, wenn sich das ausbreitet. Ich selber bin einer, der immer noch Hoffnung hat, auch für unsere Gemeinden und Kreise, vielleicht sogar auch noch für manche Freikirchen, Kirchen, ja, eher schwierig. Aber es fängt immer mit dem einzelnen Herzen an. Sind die anderen bereit, darauf zu hören
oder werden sie uns verspotten und ausschließen, auftreten oder austreten? Diese Frage möge jeder prüfen, möge jeder sich vom Herrn leiten lassen. Amen. Amen. Bitte erhebt euch zum Gebet. Allmächtiger, heiliger Gott, wir stehen mit Erschrecken vor der Situation in vielen Kirchen und Gemeinden und auch oft in unseren eigenen Herzen, Herr. Wie sieht es da aus? Sind wir Menschen mit einer wahren Bußgesinnung, mit einer Umkehrbereitschaft, dir allein zu dienen? Herr, erneuere mich, erneuere uns und unsere Gemeinden durch deinen Geist. Fege den Sauerteig der Sünde aus den Herzen und schenk uns Gnade, dass wir noch Zeit haben, dich zu verkündigen, dich zu verherrlichen, dich allein zu ehren und den Menschen bekannt zu machen. Wirke du Umkehr und fang bei uns an, Herr. Amen.